Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Wir spielen heute das Kid Deep und der Kid Deep kann alle Enderkisten mit einem Klick looten, jetzt auch die Anfangskisten. Da muss ich euch jetzt ganz kurz was dazu erzählen, und zwar, ich wollte ganz normal Ender Kids aufnehmen und plötzlich loote ich hier am Anfang so die Kiste und denke mir so, was, das funktioniert jetzt auch mit dem Einklicksystem. Dann wurde das gepatcht und dann habe ich mich natürlich gefreut, denn ich hatte natürlich gute Sachen. Dann kamen so ein paar schlaue Menschen, die gedacht haben, oh ja, komm, lass uns jetzt einfach mal schreiben, das ist ein Hacker und so. Und solche doofen Sachen, obwohl die ganz genau wissen, dass das Kid Deep sein könnte. Natürlich konnte man das am Anfang noch nicht, aber ich habe dazu geschrieben, dass das eventuell gepatcht wurde und dass ich selbst ausprobieren sollen. Und dann haben sie geschrieben, nein, ich brauche das nicht auszuprobieren, bla bla bla. Ich weiß, dass das ein Hack ist von dir und so. Da denke ich mir echt nur so, sorry, aber was ist nur schiefgelaufen? Was ist nur schiefgelaufen? Sowas ärgert mich nämlich total. Da kann ich mich richtig, drüber aufregen, über solche Leute, weil ich mir einfach nur so denke, man sagt doch schon, man sagt das wirklich nett, dass das hier irgendwie kein Hack ist oder sonst was, sondern einfach nur gepatcht, weil, ja, ich verstehe das einfach nicht. Also, upsala, jetzt wollte ich mir hier schon fast ein Eisenschwert machen. Nein, also das verstehe ich ganz und gar nicht. Das verstehe ich echt nicht. Weil wenn man extra schon dazu sagt, probiert es doch selbst aus, und die dann auch noch sagen, nee, ich brauche das nicht auszuprobieren, ich weiß, dass das ein Hack ist, dann denke ich mir einfach nur so, ja, was ist nur schiefgelaufen in deinem Leben? Echt. Also ich meine, vielleicht konnten die das auch irgendwie mir nicht abkaufen, dass das ein Ding war, dass das Kit verbessert wurde. Ich konnte es ja am Anfang auch nicht ganz glauben, weil das schon ein bisschen sehr stark jetzt ist. Aber, beziehungsweise für den Anfang, aber es bringt ja eh keinen Vorteil im Kampf, von dem her ist es schon gut so. Und deswegen musste ich mich eben so aufregen, Leute. Und einfach nur deshalb, weil Leute einfach wieder denken, sie müssten hier irgendwie den Macker raushängen lassen, denken, sie können alles wissen und sie wissen alles und sie sind die Allwissenden. Aber einfach nicht checken, dass man hier wirklich, dass das hier wirklich nur ein Kit ist. Und ich würde niemals, ich sag's euch, ich würde niemals in Minecraft hacken. Das wäre mir viel zu schade, überhaupt den ganzen Aufwand, das zu installieren. Ich weiß ja nicht mal, wie die ganzen Hacks hier heißen. Ich kenne einen Hack, der heißt Nodus, glaube ich. Ich glaube, der heißt Nodus. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist irgend so ein komischer PvP-Hack. Aber ich kenne den selbst nicht. Jetzt muss ich mich hier schnell... Okay, den habe ich, oh, aber es hat ein bisschen bei mir gelaggt, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Schiss. Okay, so, erstmal verstecken, dass wir deep sind. So, zack, erstmal hier hoch. Okay, ich glaube, das war ein Tintenfisch, das Kit, das wir gestern hatten, denn hier ist überall Wasser. Hier ist überall Wasser. Ich glaube wirklich, dass das ein Tintenfisch war. So, jetzt müssen wir hier irgendwie auch erstmal hochkommen. Okay, so, da sind wir schon mal die eine Treppe hier hochgekommen. Also Leute, wenn ihr als Hacker beleidigt werdet, nur deshalb, dann denkt euch einfach nur, die haben nichts Besseres zu tun und die sollten einfach lieber die Klappe halten, statt hier immer so einen Mist reden. Okay, der ist tot. So, ganz schnell weg jetzt. Ganz schnell aufpassen, so. Ich glaube, ich werde jetzt gleich geportet und ich weiß, dass ich, meistens ist es zumindest bei mir so, ich werde geportet und dann zack, ist schon wieder... Wow, da wollte jemand ja eine hübsche Falle bauen. Zum Glück bin ich nicht reingegangen. Ist reingefallen zumindest. Wer geht denn schon freiwillig in eine Falle? Auf jeden Fall ist das jetzt hier ein waghalsiger Sprung. Und einen Wassereimer könnten wir schon ganz gut gebrauchen, finde ich. Ja, gut, 43 Blöcke ist jemand entfernt. Ich bin einfach mal gespannt, wen wir jetzt als Gegenüber haben. Okay, den haben wir auch tot. Wir haben zum Glück ja schon ein verzaubertes Diamantschwert. Also von dem her war das schon ganz gut. Habe ich jetzt die Goldschuhe weggeworfen? Ja, habe ich. Ich schlauer Mensch. Jetzt schon wieder, Alter. Was ist los mit mir? Also heute ist mit mir irgendwas schief. So. Und die Hose. Ja, gut. Auf jeden Fall, ich kann mir jetzt ein paar Sachen craften. Und zwar kann ich mir... Was kann ich mir denn so Schönes machen? Gucken wir mal ganz kurz. Ich kann mir einen Diamantel machen.
Ja, Eisen ist mir zu low. Ich brauche einen Diamanthelm. Dann mache ich mir noch Diamantschuhe. So. Und dann können wir uns eigentlich eh noch nichts Besseres machen als das, was wir jetzt schon oben haben. So, ganz schnell gucken. Okay, 95 Blöcke, passt. Was brauchen wir denn jetzt noch? Genau, einen Lava-Eimer wäre ganz gut. Ein Feuerzeug ist mir zwar lieber, aber Lava-Eimer ist auch ganz okay. Oh, falsche Richtung. So, erstmal hier noch was zu essen holen. Komm her. Okay, so. Was zu essen ist immer wichtig, weil ihr wisst ja, wie schnell in Ender Games hier das Essen verloren geht. Auf jeden Fall kommt morgen das Kit Techniker, das habe ich ja schon vorproduziert, das war eine richtig coole Runde. Spoiler, Spoiler. Ich weiß nicht, ob ich da gewonnen habe, vielleicht habe ich auch nicht gewonnen. Und ja, auf jeden Fall eine richtig spannende Runde, guckt sie euch auf jeden Fall an. So, freut euch schon mal auf morgen. Ich glaube, die kommt um 15 Uhr, 14 Uhr online. Ich weiß gar nicht, ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ab wann ihr Ferien habt oder ob ihr jetzt schon Ferien habt, denn dann werde ich die Videos auf jeden Fall früher freischalten, denn ich wollte ja eigentlich immer die Videos so freischalten, dass sie für euch perfekt online kommen, am besten... Oh, wow, was war das? Was war das? Okay, wir hatten aber... Gut, wir hatten... Okay, aber der hatte auch ein verzaubertes Schwert. Was war das jetzt? Also das war jetzt echt... Ich dachte, ich sterbe. Ich dachte jetzt ernsthaft, dass ich sterbe. Aber ich bin doch nicht gestorben. Also schon mal sehr gut. So, zack. Erstmal hier... schön alles verbrannt, denn... Was ich nicht möchte, dass die anderen bekommen, soll auch niemand bekommen. Und deswegen wird das verbrannt. Haha. Okay, gut. Wir könnten uns jetzt noch schnell einen Goldapfel machen. Das machen wir auch noch ganz schnell. Wir wurden ja jetzt erst geportet. So, zack. Goldapfel hinunter. Und dann geht's auch, würde ich sagen, schon gleich weiter. Ja, Werkbänke haben wir genug. Gut. Auf jeden Fall, Leute, möchte ich euch einfach nur sagen, danke für alles. Wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile schon bei 430 Abonnenten, glaube ich. Ich weiß es gar nicht ganz genau jetzt die Zahl. Auf jeden Fall, ihr seid richtig cool. Und ich habe gesagt, ich mache bei 400 Abonnenten eine große Verlosung. Und die kommt auch noch, Leute. Wirklich, die kommt wirklich. Aber ihr müsst bedenken, ich habe in letzter Zeit so viel zu tun. Okay, mein Bruder redet gerade mit irgendjemandem. Ich glaube, er redet mit meinem Vater. Das muss ich hier ganz kurz... Ich hoffe, ihr hört das jetzt einfach nicht zu laut. Es tut mir einfach leid, wenn das Ganze hier so ein bisschen verpeilt wird. Aber das ist jetzt auch bei dieser Map hier ein bisschen schwer, schnell zu Gegnern zu kommen. Aus einem Grund einfach, weil hier lauter Berge sind. Und da ist das dann einfach schwer. So, erstmal hier. Ich habe dich gesehen, aber ich werde dich ignorieren. So, zack, 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 zack. Hier schnell die Enderperlen runter. Und jetzt könnten wir auch, wenn wir schnell sind, noch unseren Bogen verzaubern. Ja, egal. Stärke. Stärke, Stärke. Es kann ja auch, glaube ich, passieren, dass Stärke 2 rauskommt. Habe ich da irgendwie eine falsche Information bekommen? Weil wenn man es auf Level 2 verzaubert, kann da Stärke 2 rauskommen? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Und ich hoffe, dass wir jetzt dem Gegner nahe kommen. Möchte ich jetzt nicht extra rüber gehen. So ist mir das lieber, ja. So ist mir das eindeutig lieber. Jetzt haben wir zwar... Okay, ich glaube, ich muss jetzt dann gleich einen Goldapfel essen. Weil da hinten ist jemand. Ich esse jetzt einfach den Goldapfel. Und los geht's. Okay, ich glaube, bei ihm hätte ich jetzt nicht den Goldapfel essen müssen. Auf jeden Fall ist es ein Delfin und ich glaube, er wird abhauen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder so eine Abhauerrunde wird. Denn das würde ich echt sehr, sehr schade finden. Okay, er hat ein Holzschwert. Oh, das war trotzdem irgendwie noch knapp, weil wir so komisch geportet wurden. Ich ihn wirklich komisch getroffen habe. Das war richtig komisch jetzt. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt beim Endgegner. Ich bin einfach mal gespannt, wie das Duell hier so werden wird. So, was hatte ich denn da unten? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich wollte euch einfach nochmal von Herzen Danke sagen. Es kommt auf jeden Fall noch ein großes Special von mir. Ich habe mir überlegt, soll ich auf 500 Abonnenten warten und dann wirklich was Großes verlosen? Oder soll ich jetzt schon was verlosen und dann bei 500 nicht mehr so was Großes? Weil ich habe jetzt auch nicht so mega viel Geld, dass ich hier jetzt Millionen von Dingen verlosen kann. Auf jeden Fall möchte ich was von Rocket verlosen. Habe ich mir gedacht, vielleicht eine Rocket-Maus oder eine Rocket-Tastatur. Auf jeden Fall
freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Habe ich einen Apfel? Nee. Aber ich könnte mir hier noch... Ja, ich würde sagen, der Gegner kommt zu uns. In der Zwischenzeit holen wir uns noch einen Apfel, wenn wir einen finden. Wäre das ziemlich cool. Nein. Ich musste jetzt nochmal zweimal nachgucken, ob ich vielleicht doch noch einen im Inventar habe. Hatte ich aber leider nicht. So. Das dauert immer so ewig. Immer zwischendurch mal auf den Kompass gucken. Immer auch sehr wichtig. So. Ich habe wirklich... Ich muss wirklich sagen... Nicht damit gerechnet, dass die Runde so schnell vorbeigeht. Also, ich glaube, mittlerweile ist sie schon wieder etwas länger geworden. Aber eigentlich, im Großen und Ganzen, war die Runde eigentlich ziemlich schnell. Finde ich sehr, sehr cool. Denn ich mag eigentlich solche schnellen, lustigen Runden. Und ich konnte jetzt einfach hier mal am Anfang ganz kurz meinen Frust auslassen. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und gebt ein Like, wenn euch das Video gefällt. Und oh, scheiße, ich backe hier jetzt fest. Was tue ich jetzt? Okay. Manchmal backe ich echt. Was ist hier los? Okay, so. Jetzt funktioniert es wieder. Auf jeden Fall kann ich euch einfach nur beruhigt sagen, dass das Kit Dieb jetzt auch am Anfang die Kisten looten kann. Somit finde ich das Kit jetzt auch sinnvoller. Und wo ist er denn? Jetzt, er muss hier irgendwo sein. Er muss hier irgendwo sein. Hier irgendwo, hier irgendwo. Ich gehe einfach mal hier auf die freie Fläche, da kann ich ihn besser sehen. Oh, er hittet mich richtig gut. Okay, er hat noch die Ender Games gewonnen. Richtig gute Combo. XD. Auf jeden Fall, er hat mich jetzt noch richtig gut erwischt. Habt ihr das gesehen, wie er mich da weggekombot hat? Auf jeden Fall hätte er, glaube ich, auch nicht mehr viel gebraucht und wäre tot gewesen. Auf jeden Fall, Leute, warte, ich haue euch nochmal ganz kurz den Shader rein, damit ihr das so nochmal als Demonstration sehen könnt, wie der Shader aussehen würde. Wenn ich den drin habe. Tam, taram, taram. Ja, Leute. Ich bin einfach jetzt froh. Und zum Glück, Leute, ich habe jetzt mal wieder nicht gewonnen. Das bedeutet, ihr wisst nicht, ob ich gewinne oder verliere. Wie ist es morgen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Freut euch einfach auf mehr morgen. Und ich bin jetzt, ehrlich gesagt, echt erleichtert, weil ich musste das jetzt einfach sagen, weil ich hasse das, wenn man als Hacker bezeichnet wird, aber man selber weiß, man ist keiner. Das hasse ich am allermeisten, deswegen bezeichne ich nie andere Leute als Hacker. Ich sage immer nur so, das war jetzt schon sehr komisch, wie der mich getötet hat oder so und hinterfragt das meistens so. Aber ich sage nie direkt, du bist ein Hacker, weil man kann es nie direkt sagen. Deswegen würde ich sagen, Leute, war's das. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Könnt mir in die Kommentare, wie gesagt, immer noch schreiben, Shader ja oder Shader nein. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute, und ciao.